Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Wird heute der Tag sein, an dem wir endlich mal wieder Azazel spielen dürfen oder nicht? Das ist die Frage. Habe ich ins Spiel reingeklickt? Ich habe reingeklickt. Sehr gut. Let's go. Hard Mode Random. Let's do this shit. Run Nummer 56. Okay, wir werden auf jeden Fall kein Azazel schon mal spielen, denn wir spielen Isaac. Da können wir uns jetzt ein bisschen durchdesixen. Und wenn ich Isaac spiele, dann, was macht Holly sehr gerne? Auf Angel Deals gehen, weil man dort dann schön die Engelstatuen rerollen kann. Und es macht jede Menge Spaß. Vielleicht versuchen wir es einfach mal. Vielleicht versuchen wir es, Angel Deals zu bekommen. Ich hoffe, der Devil Deal wird nicht cool. Wenn der Devil Deal cool ist, es wäre cool, wenn es Duality geben könnte. Oh, wisst ihr, worauf ich Bock habe? Auf Brimstone, Duality und dann im nächsten Angel Deal Sacred Heart oder Godhead finden für den Homing-Effekt. Ja, Mann, so ein Homing-Effekt-Run. Das wäre schon ziemlich cool. Oder Laser. Laser wären auch ganz cool mit Homing und Bouncy. Das sind so... damit wurden wir ja geteasert im Trailer, weißt du? Bouncy, Laser und so ein Shit. Und jetzt finden wir die Combo so selten. Laser und Bouncy Tier. Ist irgendwie sehr selten geworden, die Combo, Mann. Was haben wir im ersten Itemraum? Wir haben das Celtic Cross, das ich rerollen werde zu Super Bandage. Ich lasse es jetzt erstmal liegen und hoffe, dass ich jetzt noch vielleicht meinen Würfel aufgeladen bekomme. Sieht aber eher schlecht aus wie im 1. Gucken wir mal. Ich glaube, hier unten ist jetzt der Opferungsraum, oder? Wie es aussieht. Vielleicht kriegen wir noch eine Batterie gedroppt. Who knows, Mann, who knows. Okay, es ist ein Kampfraum. Sehr schön. Boxen wir uns mal durch hier. Zack, 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 zack. Und auf Wiedersehen. Na, hör auf hier zu mimin. Ja, mit der Münze. Ah, ich mach noch das Kackhäufchen kaputt. Da könnte auch noch etwas drin sein. So, leider nicht. Okay, 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 okay. Bombe ist da, die du. Oh, da ist ein blauer Stein. Erwische ich das so, wenn ich das irgendwie hier so hinlege? Ich hoffe, das ist keine Bombenverschwendung. Oh, wir kriegen die Bombe wieder. Wie gut ist das denn? Das blaue Herzchen nehmen wir aber noch nicht mit, falls wir jetzt hier noch einen Zacke-Zacke-Raum haben. Da will ich das blaue Herzchen nicht für opfern. Hier ist ja voll viel Scheiße im Raum. Das sollten wir uns eigentlich mal ansehen. Vielleicht kriegen wir auch das Trinket. Who knows, man? So. Sehr viel Scheiße im Raum. Komm, gib mir das Trinket. Wahrscheinlich im letzten Kackhäufchen kriegen wir das Trinket. So, ist meistens so, hä? Guck, guck. Hört auf meine Worte, pass auf, das letzte Kackhäufchen da. Und? Ah, schade, Mann, schade, schade. Okay, wir können jetzt diesen Raum hier clearen und kriegen zwei Aufladungen. Wenn jetzt im Zacki-Zacki-Raum... Ach du Scheiße, sind das viele Gegner. Wenn im Zacki-Zacki-Raum gleich ein Gegner drin ist, dann können wir doch mal rerollen. Wenn nicht, haben wir ein Problem und können nicht rerollen. Ah, der teilt sich auch noch auf. Was ist das denn für eine Scheiße hier? So, hoffen wir einfach mal, dass jetzt da, vielleicht mache ich auch Folgendes. Ich bekämpfe vielleicht zuerst den Boss in der Hoffnung, dass wir im Zacki-Zacki-Raum, ich poker jetzt sehr hart, eine rote Kiste haben und einen Gegner, mit dem wir in den Devil Deal geportet werden und dann rerollen können oder so ein Scheiß. Na, oder? Lass uns mal gucken. Es ist... Okay, ich dachte schon, wir werden reingeportet. Das wäre so krass, Mann. Hätten aber trotzdem keine Aufladung. Das wäre das Problem gewesen. So einmal und... Ich glaube, die roten Herzchen fülle ich nicht auf, damit wir später in Kampfräume reingehen können. Ich weiß, ist ziemlich gefährlich natürlich, mit wenig Leben rumzuturnen, aber ich glaube, das traue ich mir heute mal zu. Ja, der Geheimraum. Der ist nicht hier, der ist nicht dort. Wo könnte er sein? Hier ist irgendwo noch eine Kiste, die will ich auch haben. Geheimraum kann hier nicht sein, leider. So, was haben wir hier? Noch eine Bombe und ein Herzchen. Was haben wir hier drin? Lass mal reingehen. Ein blaues Herzchen. Wir könnten rerollen, aber was bringt mir das schon? Was bringt mir das schon? Ich lasse es erstmal. Wir haben auch nicht mal eine Batterie. Verdammt nochmal. Wir könnten rerollen für eine Batterie. Wir könnten rerollen für eine Batterie. Let's go. Und dann könnten wir... Ich meine, Super Bandage ist schon ganz nett, aber... Wir wollen natürlich besseres Zeug, nicht wahr? Die Frage ist nur, kriegen wir wirklich besseres Zeug? Let's poker a little bit. Boom. Es sind Bomben, die am Gegner festkleben. Es ist jetzt nicht so schlimm. Ist hier der Supergeheimraum? Ich meine, wir könnten dadurch Spin generieren. Okay, der Supergeheimraum ist also hier unten, nicht wahr? Nein, dann ist er hier. Ja, geht doch. Komm, ist hier eine Batterie drin? Vier. Oh, das sorgt dafür, dass wir in... Oh, was macht das nochmal? Dass wir verschiedene Trinkets-Effekte in Räumen haben. Zum Beispiel haben wir hier den Polaroid-Effekt und der bleibt auch und im nächsten Raum einen anderen Trinket-Effekt. Gibt es schlimme Trinket-Effekte? Ich nehme das einfach mal mit. Weil es könnte auch sein, dass wir Curved Horn-Effekt bekommen, oder? Oder Cancer-Effekt.
Oder im Angel Deal den Effekt, dass die Angel Deals Items droppen. Das wäre natürlich ziemlich krass, wenn das passieren würde. So, ich muss jetzt mal ganz kurz irgendwie das Perfect Time, wenn er eine Bombe, also wenn er dieses Ding hier rausspuckt, dass ich ihn attackiere. Er ist perfekt an der Bombe und die sitzt auch nicht. Shit. Na gut, wir killen dich so ohne irgendwelche komischen Tricks. Oh, oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt hör doch mal auf. Sehr gut. So, eine Nervensäge. Okay, wir bekommen auf jeden Fall Range und Luck up. Gottes Willen, der hat jetzt aber genervt. Okay, let's go. Wir haben ein halbes blaues Herzchen. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber gut. Gut, 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 gut. Let's go. Zack, 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 zack. Die könnten wir jetzt eigentlich auch in die Scheiße hier reinpacken. Immer schön mit der Umgebung arbeiten. Okay, die brauchen... Ja, so, seht ihr? So kann man die auch ganz easy töten. Mehr oder weniger sah jetzt nicht so easy aus, ne, bei mir. Ziemlich nervig eher. So kann man den Gegner ziemlich nervig töten. So, auf Wiedersehen. Ah, das nehme ich nicht mit. Ich spiele jetzt mal mit diesem Trinket-Effekt. Ich hoffe, das war dieses Trinket. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. So, jetzt machen wir ein paar Spinnen draus. Oder eine Spinne, da wo er festklebt, oder was? Okay, ich dachte, da können mehrere festkleben, weißt du? Und, oh, 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 der hätte uns fast erwischt. Aber wir haben hier noch einen blauen Stein. Let's go. Und was kriegen wir? Oh, ich habe extra, ich wollte noch sagen, extra unten sprengen, weil man den Schwarzmarkt vielleicht noch mitsprengen kann. Also immer versuchen, mehrere Steine auf einmal zu erwischen. Aber ich habe es nicht gesagt, weil ich dachte, wird eh nicht passieren. Verdammt nochmal. Okay, es wird mir keiner von euch glauben, nicht wahr? Okay, wir haben schon mal 6 Münzen, das ist gut. Wir hatten leider nicht 5 Münzen oder mehr, als wir diese Ebene hier betreten haben. Deswegen wird es kein Arcade Room für uns geben, aber egal. Wir gehen auf jeden Fall hier rein, in den Shop. Ist das der Shop? Na, ist es der Shop? Okay, Mace, ist das der Shop? Das ist der Shop. Toll. Wir haben Restock, das nehmen wir mit. Wir nehmen Restock auf jeden Fall mit. Mal gucken, was wir daraus noch basteln können. Allein schon ganz viele Batterien zu kaufen wird. Super Knorke. Und jetzt erstmal den Itemraum finden oder den Bossraum. Alles klar. Guck mal, so verlieren wir sogar keinen Reroll. Das ist sehr schön. Mann, ich hoffe, dass jetzt im Devil Deal Krampus ist. Ich hoffe, nichts Verlockendes. Gehen wir auf Angel Deals? Wollen wir einfach auf Angel Deals gehen? Lass mal einfach auf Angel Deals gehen. Aber was, wenn der zweite Deal auch ein Devil Deal ist? Mann. Das wird voll kompliziert, Mann. Das wird voll kompliziert. So, ein bisschen Damage ab wäre nicht schlecht. Ich meine, ich könnte eine Bombe legen, um ein bisschen Damage zu verbreiten. Aber die haben eigentlich müssten wir die so töten. Komm schon, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Die haben nicht so viel Leben. So, sind zwar super Form, aber haben weniger Leben. Ihr Angriffsmuster ist zwar ein bisschen wilder, aber hey. Ansonsten nichts wirklich Gefährliches. Auf Wiedersehen. Oh, du lebst immer noch, das ist krass. Das ist krass. Ups, die Träne hat mich fast erwischt. Und auf Wiedersehen. So, was kriegen wir? Vielleicht Magic Mushroom? Oh, das gefällt mir auch. Squeezy, schön Tears up. I like it. Das lassen wir jetzt erstmal kurz liegen. Es sind tatsächlich gar nicht mal so gute Items. Ich meine, ich könnte natürlich auch rerollen, aber... Nein, tue ich nicht. Vielleicht doch. Ich weiß nicht. So, pass auf. Du kriegst erstmal all mein Leben. Mal gucken, was du jetzt droppst. Komm schon. Oh, yes. Das reicht auch schon vollkommen, oder nicht? Oh, da ist Brimstone. Aber wir haben jetzt das Science Horn. Wir haben das Science Horn. Damit kann man voll coole Sachen machen. Das one-hittet alles. Hasst mich doch. Und? Ja, ich bin blöd. Du bist blöder. Du bist viel blöder. Okay, so, let's go. Den Supergeheimraum erstmal sprengen. Wir haben hier dieses gekringelte Zeug. Wir gehen auf Angel Deals. Wenn der zweite Deal ein Devil Deal ist, dann... Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen alles dafür tun, dass der zweite Deal ein Angel Deal ist. So mit Gelddonaten und so ein Shit. Okay, pass auf. Das hole ich mir. Das schwarze Herzchen, da habe ich irgendwie voll Bock drauf. Ansonsten bräuchten wir jetzt ein paar Bomben und ein paar Schlüssel, ne? Oder ein bisschen Geld. Dann könnten wir das Ganze auch im Shop kaufen. So, wo ist mein Science Horn? Los. Ist das eigentlich luckabhängig? Das wäre ziemlich krass, wenn wir dann nur noch diese Teile schießen. Und Gegner alle one-hitten. So. Okay, auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Luck. Aber wir haben einen Luck, das ist schon mal ganz gut. So, das Science Horn schießt auf jeden Fall, ja, das taucht irgendwie voll nicht auf. Hey, wir haben hier doch noch einen besonderen Raum. Okay, scheiße, wenn wir jetzt keinen Schlüssel kriegen. Oh Mann, der Itemraum muss ja auch noch geklärt werden. Gib mir bitte einen Schlüssel. Bitte, 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 bitte. Es sind 2 Bomben, damit kann man arbeiten. Sehr, 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 sehr gut. Folgendes. Wir schnappen uns jetzt den hotten Stuff. Wir kommen rein in den Itemraum. Keine Sorge, keine Sorge. Wir kommen rein. Zuallererst. Zuallererst sprengen wir uns Schlüssel und Münze. Gut, 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 gut. Wo
Und als nächstes, folgendes. Wir könnten natürlich pokern jetzt und vielleicht den, die goldene Kiste öffnen, in der Hoffnung, dass da ein, dass da unendlich Schlüssel sind oder noch ein Schlüssel, aber ich öffne einfach mal das hier. Tiny Planet. Tiny Planet, ich nehme es einfach mal mit. Let's go, wir machen einen Tiny Planet Run. Jetzt wäre Brimstone natürlich irgendwie schon ziemlich cool, nicht wahr? Ja, wäre schon ziemlich cool, jetzt Brimstone zu haben. Das würde cool aussehen, ja. Okay, pass auf, wartet mal. Vielleicht finden wir noch den Geheimraum irgendwo her. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Einmal, hier kann er nicht sein. Hier unten könnte er sein. Das ist, spricht sehr dafür, dass hier der Geheimraum ist. Super. Und wir kriegen tatsächlich eine Kiste mit einem Schlüssel. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir können jetzt, wir können jetzt ganz beruhigt auch in den Superraum da reingehen. Guck mal, seht ihr? Puh. Man muss nur alle Aspekte abdecken. Falls es das richtige Wort ist. Jetzt können wir hier rein und enttäuscht werden, weil da nur ein Kackhaufen drin ist. Okay, hier sind ganz viele coole Bücher drin, die man rerollen könnte. Es wäre cool, irgendwie an die Bibel ranzukommen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, noch einen Schlüssel werde ich jetzt nicht irgendwo herzaubern. Noch einen Schlüssel wird es hier jetzt nicht mehr geben. Okay. Oder gibt es da noch eine Möglichkeit? Let's go. Lass uns das mal... Okay, hier, nein, da kann ich mir nichts holen. Keinen Schlüssel. Hier ist eine Kiste. Wenn ich jetzt irgendwo vielleicht noch eine Münze herbekomme, ist hier vielleicht noch irgendwo ein Feuer, das ich löschen kann? Irgendwo vielleicht noch ein klitzekleines Feuer? Vielleicht im Shop ein Feuer? Nein, ist es nicht. War hier oben vielleicht noch ein Feuer? Ich merke schon, diese Aufnahme wird 2 Stunden gehen oder so, ha? Hier ist auch nichts. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Feuer oder ein Kackhäufchen? Auch nicht, das ist aber eine Münze. Und hier war auch nichts, nicht wahr? Jetzt machst du es aber spannend hier. Let's go. Nee, im Itemraum war auch kein Feuer, hä? Schade, Mann. Schade. Okay, das heißt, die ganzen Bücher können wir jetzt auf jeden Fall nicht aufheben. Es tut ein bisschen weh, wir hatten die Transformation bekommen können und so. Ha. Na gut, weiter geht's, Mann. Weiter geht's. Let's go. Let's do this shit. Vielleicht ist sogar der Devil Deal noch offen. Wer weiß. Wobei, ich glaube, wir wurden durch Mace schon reingeportet, ne? Der Devil Deal ist nicht offen. Oder? War der offen? Ne, der ist nicht offen, ne? Der ist nicht offen. Okay, wir haben kein Brimstone und Tiny Planet. Dafür kriegen wir jetzt anderes Zeug. Passt auf, ich sorge dafür, dass wir jetzt eine richtig coole Combo bekommen. Passt auf, Mann. Ich kenne mich doch aus mit dem Spiel. Haben wir einen Schlüssel irgendwo? So, lock up. Okay, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Mehr davon. Ich hoffe, wir kriegen, wisst ihr was, den goldenen Schlüssel, also Mom's Key, damit wir richtig viel Inhalt haben in den Kisten. Das wäre echt cool. Und vielleicht etwas größere Tränen, damit es nicht so schwer ist, die Gegner zu treffen. Aber guck mal, mit so einem Science Horn Shot können wir jetzt mehrere Gegner auf einmal one-hitten, dank Tiny Planet. Das ist cool. Das ist ziemlich cool, Mann. So, da, guck mal hier, ich muss nur treffen. Und da hat er fast getroffen. Ganz schön fast, Mann, ganz schön fast. Wir haben 2 Bomben, das ist schon mal sehr schön, falls wir in den Angel Deal kommen. Let's go. Ja. Oh mein Gott, das wird ja ein richtiges Abenteuer, diese Typen hier zu erledigen. Ach du Scheiße, okay, yes, guck mal, da ist das Science Horn. Bam! Mit Brimstone hätte ich zwar weniger Probleme, aber bam, sag ich dir. Komm schon, triff ihn, töte ihn. Yes. Hey, du bist doch über ihn geflogen. Was soll der Scheiß? Das gibt's doch nicht. Okay, dann töten wir ihn halt so. Sehr gut, wir kriegen noch eine Bombe. Okay, perfekt. Weiter geht's. Guck mal hier. Die ganzen Kackhäufchen, die können wir jetzt auch super kaputt machen. Und, wir können auch ein bisschen die Nerven spannen, indem wir einfach eine Bombe legen. Hoffentlich wird die Fliege, hat sie echt wegge... Du bist doch ein Arschloch. So. Guck mal, was wir hier bekommen. Ein Trinket, das ich jetzt mal mitnehme. So, warte mal. Was für ein Trinket-Effekt hat es mir hier gegeben? +4 Range. Irgendein komisches Trinket haben wir hier bekommen. Egal, ich nehme jetzt erstmal diese Glühbirne mit, weil die meiste Zeit wird, glaube ich, mein Item aufgeladen sein. So. Die meiste Zeit sollte mein Item endlich aufgeladen sein. Let's do this shit. Let's go. Okay, zum Glück haben wir ein paar Spinnen, die jetzt mir mithelfen werden. Autsch, das tat weh, aber es war voll Absicht. Okay, wisst ihr was? Ich hole mir diesen verkackten Schlüssel und diese Bombe. Verliere zwar Leben, aber das hat sich gelohnt, Mann. Wir brauchen jetzt Stuff. Wir brauchen eine Menge Loot. So, wir müssen einfach nur weniger Leben an Gegnern verlieren. Das ist der Trick, Mann. Macht euch Notizen. So. Wir haben schon 3 Luck, Mann. Das ist gut. Die Shops auf jeden Fall auschecken. In der Hoffnung, dass dort Luck-Up-Münzen auf uns warten. So, und hier ist auch der Shop. Flups. So. Einfach mal reinballern und einfach mal irgendwie, einfach reinsprayen, weißt du? Einfach reinsprayen und hoffen, dass das irgendwie etwas trifft. Das ist Tiny Planet.
Aber hatten wir lange nicht mehr. Ich habe irgendwie Bock drauf. Hier können wir nochmal rerollen oder uns dieses Item da unten kaufen. Ich hoffe aber tatsächlich immer noch auf Mom's Key. Gib mir Mom's Key. Das würde einiges erleichtern. Wir würden so viel Stuff bekommen. Oh, keine Flüche mehr. Das ist auch gut, falls wir einen Angel-Deal bekommen, wo wir wunderbare Flüche haben. Oh, hier ist eine Menge Geld. Okay, das muss ich mir dann auch mal holen, wenn wir gleich eine Bombe finden. Let's go. Ups. Konzentrieren. Mit Tiny Planet weiß man so selten, also weiß man nicht, welcher Gegner denn jetzt oft getroffen wurde, wer zuerst stirbt. Das ist halt das Problem. So, und dann können sie manchmal genau vor deiner Fresse explodieren, die Gegner. Und das ist vielleicht nicht so geil. So, okay, dieses blöde Science Horn fliegt irgendwie oft am Gegner vorbei. Das gefällt mir. Nicht. Okay, shit. Guck mal, einen Pilz haben wir jetzt gewonnen-hittet. Wie geil ist das denn? Ich muss jetzt die ganze Zeit hier verteidigen, dass ich den Brimstone nicht mitgenommen habe. Ist egal, Mann. So. Zack. Beim nächsten Mal nehme ich Brimstone wieder mit. So. Oh, die Kiste will ich aufmachen, aber vielleicht erst mit Moms Dingsbumskirchen. Dödel, du. Puh, das ist jetzt die Frage. Mache ich den Boss oder checke ich erstmal noch ein paar andere Sachen aus? That's the question, Mann. Okay, ich glaube, nee, wir brauchen eine Bombe unbedingt. Wir müssen unbedingt eine Bombe finden. Falls wir jetzt einen Angel League kriegen, dann will ich doch dort rerollen, ne? Deswegen müssen wir... Wir haben nicht mehr viel Leben, ne? Ich öffne mal diese Kiste. Okay, hier ist eine Menge... das hätte nicht sein müssen, dieser Treffer, aber da war ich ein bisschen gierig. Okay, war im Shop eine Bombe? Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht Verschwendung wäre. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwo anders eine Bombe finden, okay? Let's go. Wir könnten uns aber Folgendes machen. Wir könnten uns eine Bombe holen. Und, das hier sprengen, das ist nämlich keine Verschwendung. Wir machen auf jeden Fall Plus. Wir hatten 18 Münzen, als wir die Bombe gekauft haben und jetzt haben wir 20. Uhu. Das, warte mal, echt jetzt? Okay, so. Ich check nochmal den Rest der Ebene aus, okay? Bevor wir weitermachen, der Itemraum fehlt ja auch noch. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Vielleicht kriegen wir da etwas noch Tolleres. Ich weiß gar nicht, was gut ist mit Tiny Planet. Parasite Shot oder sowas. Ich hoffe nichts, was Range Down macht. Das wäre natürlich jetzt nicht so geil. Tatsächlich. Was haben wir hier? Es ist das Item. Oh, ich will rerollen. Kakao. Yes, das nehmen wir mit. Das sollte auf jeden Fall helfen. Mega coole große Tränen oder alles zu spammen. Das wird cool, Mann. Sehr schön, das wird super. Okay, pass auf. Dann kaufe ich mir jetzt eine Bombe. Da muss es halt so sein, oder ich gucke in den Kampfraum rein. Ich kaufe mir erstmal eine Bombe. Let's go. Ich kaufe eine Bombe und dann gucken wir in den Kampfraum rein. Da ist nämlich eine goldene Kiste, die ich öffnen will. Genau. Und den Kampfraum haben wir ja schon gemacht. Richtig. Gott, dieser Run wird sehr merkwürdig. Er wird sehr awkward. Jetzt nicht aus Versehen eine Bombe legen. Let's do this shit. Okay. So, jetzt das Ganze hier spammen. So. Wenn wir Tiersap bekommen, wäre das natürlich geil. Da könnten wir ganz schnell große Tränen schießen. Sehr gut. Komm schon, nicht züngeln mit mir, nicht mit mir züngeln und hör mal auf, so viele Gegner zu spawnen. Ich glaube, wir werden diesen Run verlieren. Mann. Das kann ich nicht zulassen, ich kann nicht verlieren. Ich habe den Brimstone nicht mitgenommen, was zu 90% ein Sieg ist und dann jetzt verlieren, das geht nicht. Das kann ich mir nicht erlauben, ich kann nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Okay, der wurde runtergekickt, er ist tot. Sehr gut, wegen dem roten Kackhäufchen, das hat ihn zerstört. Okay, komm schon. Sehr gut, wir kriegen noch ein bisschen Tiersch ab, das ist das, was wir brauchen. Sehr schön. Jetzt kann ich schneller chargen. Wir haben auf jeden Fall eine Aufladung. Wo kann ich etwas rerollen? Nirgendwo hier auf dieser Ebene, ne? Okay, folgendes. Dann gehe ich mir jetzt mal ganz kurz den Raum angucken, da den Kampfraum. Öffne die goldene Kiste. Wahrscheinlich wird dort dann Tamis Head drin sein und dann wird mir das Spiel noch mehr Salz in die Wunde streuen. Und sagen, hey, du hättest jetzt Brimstone und Tami Set. Okay, wir kriegen aber... Wisst ihr was, ich nehme das auch mit. So, wir haben wieder 15 Münzen. Wir könnten jetzt rerollen und hoffen, dass wir etwas Cooles im Shop bekommen. Let's go. Lass uns das mal versuchen. So. Okay, lass uns mal rerollen. Let's go. Ich weiß, die Bombe ist wichtig, aber... Vielleicht kriegen wir etwas Tolles raus. Es ist leider nichts wirklich Tolles. Vielleicht eine Joker-Karte? Es ist Tour of Hearts. Puh. Scheißen wir drauf. Let's go. Weiter geht's, Mann. Weiter geht's in die nächste Ebene und dort werden wir hoffentlich einen Angel-Deal bekommen. Let's go. Und dann wird mein ganzer Plan aufgehen und dann werdet ihr sagen, scheiße, Mann.
Ich hätte dir von Anfang an vertrauen müssen, Holly. Ich hätte dir von Anfang an vertrauen müssen. So, Caves 2, let's go. Ein paar Pillen futtern vielleicht, Mann, überlege ich schon. Na, so verzweifelt bin ich noch nicht. So verzweifelt bin ich noch nicht, Mann. So, hätten wir jetzt Brimstone, wäre ich ziemlich traurig, dass ich keinen Kakao haben könnte, weißt du? Das hat auch schon mal seine Vorteile. Wir haben Kakao, eines meiner, also mein Lieblings-Item eigentlich. So, ich mag das. Im alten Vanilla-Isaac, also im Flash-Isaac, war das Flash? Ach ja, stimmt ja, wir können ja die Steine jetzt auch kaputt machen mit unserem Science-Schuss. Ich weiß gar nicht, wie ich den Schuss nennen soll. War Kakao nicht so gut, ne, früher? Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich weiß gar nicht mehr, wieso Kakao früher nicht so gut war. Früher. Sag mal einmal früher und ich... Okay, Homing-Bomben. Schieb dir das mal sonst wohin, auch wenn wir eigentlich ein paar Bomben bräuchten. Aber nein. Das nehme ich mit, man. Damage und HP ab. Nur 0,47 Damage ab. Das ist voll wenig, ne, wenn man drüber nachdenkt. 0,74 oder 47? Jetzt habe ich es vergessen. Okay, gehe ich mir das da holen? Nein, das ist zu viel Lebensverschwendung. So. Zu viel Lebensverschwendung. Auf Wiedersehen, Mama Mia. Okay. So, die Schüsse ein bisschen aufladen und dann hoffen, dass sie den Gegner treffen. Sehr schön. Tiny Planet haben wir. Das war doch der Shit früher. Der Shit. Was? Tiny Planet? Solche Tränen, die um dich herumfliegen? Wie cool ist das denn? So. Bis man gemerkt hat, dass es voll die Grütze ist. Aber hey. Nicht immer. Es ist nicht immer eine Grütze, okay? Ich geh hier rein. Was haben wir hier? Es ist Jera. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Damit kann man was machen. Damit kann man was machen. Sehr schön. Oh mein Gott. Okay, jetzt Konzentration. Ich möchte meinen Deal nicht verlieren. Ich möchte meinen gottverdammten Deal nicht verlieren. So. Komm schon, treff ihn. Der Knockback ist kacke. Wir bräuchten Sensen oder so, damit sie durch Gegner gehen und der Knockback nicht vorhanden ist. Das wird ziemlich cool. So, was haben wir hier? Mhm. Bloß nicht getroffen werden. So, wir haben jetzt ordentlich Bomben bekommen. Das ist sehr schön. Oh, shit. Spam. Auf die andere Seite, nicht vom Pilz erwischt werden. Sehr gut. Oh, da haben wir gut gespielt, mehr oder weniger. Aber noch ist der Run, der Raum nicht vorbei. Und der Runner auch nicht. So. Mann, ey, wenn wir ganz viel Luck abbekommen, schießen wir nur noch diese Teile, oder? Komm schon. Da ist das Ding, das ich haben will. Let's go, Mann. Let's go, das ist ein schönes Item. Sollte man mitnehmen, auf jeden Fall. Okay, bevor wir jetzt meine Bomben verschwenden. Ah, vielleicht muss ich mir das blaue Herzchen auch kaufen. Ich kann natürlich auch Jeran. Ist jetzt vielleicht sogar der... Soll ich vielleicht jetzt Jeran? Ich glaube, ich Jeran jetzt. Let's go. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um Jera einzusetzen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Moment. Let's go. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Moment, oder? Das haben wir hier. Wir haben das Item, das ich super mag. Oh, Blank Card. Na, jetzt habe ich keinen Jera mehr. Nicht schlecht gespielt, Mann. Nicht schlecht gespielt. Okay, so, pass auf. So, wir haben 80% Chancen auf einen Deal. Ich würde gerne vielleicht noch 10 Münzen opfern, aber... Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch an 10 Münzen rankommen. Sehr schön, das war eine gute Kiste. Dank unserem Golden Key, nicht wahr? Oder Mom's Key. So. Oh shit, ey. Diese Gegner sind aber voll nervig zu bekämpfen. Aber Science Horn macht schon seine Arbeit. Komm schon. Sehr gut. Da hat er getroffen. Ordentlich. Okay, pass auf. Hoffen wir jetzt mal, dass wir einen Angel Deal bekommen. Komm schon. Ich habe das Ganze jetzt auf mich genommen, um einen verdammten Angel Deal zu bekommen. Aber erstmal müssen wir dieses Ding hier töten, das ziemlich stark ist. Oder? Ist das die Superform, die ziemlich crazy ist? Oh, fuck, Ikowski. Ja, das ist sie. Aber nichts, was man nicht schaffen könnte. So, oh shitty. Okay. Oh scheiße. Okay, komm schon. Er hat nichts mehr. Komm, einfach rein spammen, die Scheiße. Bup. Komm schon. Wir müssen jetzt etwas Starkes finden. Wenn jetzt ein Devil Deal kommt mit guten Items, nehme ich den mit. Wahrscheinlich kommt Krampus. Kohle wäre gut. Wenn der Kopf kommt, rerollen. So einfach ist das Leben. Mit Isaac und dem D6. So einfach ist das Leben. Scheiße, ich werde wahrscheinlich getroffen und kriege keinen Deal. Oh. Volle Konzentration hier. Okay. Sehr gut. 80% und kein Deal. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 80% und kein Deal. Range up, nehmen wir mit. 80% und kein Deal?
Habe ich das gerade richtig verstanden? 80... Oh, Mama, dieser Run ist ja richtig gemein zu mir, weil ich Brimstone nicht mitgenommen habe. Okay. 80% und kein Deal. Hallo? Guten Tag. Okay, folgendes. Hier ist noch eine rote Kiste, die uns vielleicht reinporten wird, in der Hoffnung, dass wir jetzt noch eine Aufladung bekommen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ansonsten müssten wir... Haben wir eine Batterie im Shop? Ich glaube, da war keine Batterie, ne? Ich glaube, da war keine Batterie. So. Sehr gut. Und vernichtet. Sieht vielleicht doch ein bisschen schlecht aus, wenn wir jetzt keine Batterie bekommen. Da können wir jetzt nicht rerollen. Könnte natürlich Fortier Dauer Energy Pille sein. I'm drowsy, okay. Hoffentlich kein, kein Lockdown oder Tearstone. Komm schon. Autsch, ist egal. Auch wenn wir jetzt getroffen werden, ist ja scheißegal. Das ist ja sowas von Jacke wie Hose. Let's go. Bingo. Okay, wir müssen noch 4 Räume clearen. Das wird nichts. Wir müssen uns auf Pillen verlassen. Wir müssen jetzt hoffen, dass das eine Fortier Dauer Energy Pille ist. Nope, wir sind eine einfach nur Derpy jetzt. Oh, da komme ich jetzt auch nicht einfach so rein. Aber die Kisten öffnen wir auf jeden Fall. Let's go, was haben wir hier drin? Das Statuseffekt einfach nur. Nee. So, Isaac's Head nehmen wir auch nicht mit. Soll ich es riskieren, Mann? Komm, wir machen das so. Gefährlich, ne? Und wir kriegen unseren Angel Deal. Yes, aber nur können wir nicht rerollen. Aber das ist unser Angel Deal und wir kriegen das hier. Das ist voll cool. Kann ich vielleicht beides mitnehmen? Nein, wir haben unseren Angel Deal bekommen. Yes. Nun können wir nicht aufladen. Voll dumm. Was haben wir hier drin? Ich porte mich, glaube ich, gleich raus, Mann. Fortier Dauer Energy Pille. Oh mein Gott, hätte ich... Porte mich rein. Aber ich habe keine Bombe. Das ist doch ein Scherz, Mann. Das ist voll der Scherz. Health up, okay, cool. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eine. I'm drowsy. Okay, wir müssen unsere Karte finden, ehrlich gesagt. Ich muss mir jetzt meine Karte schnappen, damit ich hier mich rausporten kann. Junge, ich mach doch das hier nicht. Okay, wir haben zwar Holy Mantle, aber trotzdem. So, ich fühle mich sehr verarscht. Ich fühle mich sehr verarscht, Mann. Scheiße, voll der Troll. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe ein bisschen Angst, mir die. Oh, Scheiße, haben wir hier überhaupt. Okay, wartet mal. Ist das eine Fortier Energy Pille? Nein. Power Pill, okay. Na gut, ein paar Bomben. Magic Mushroom vielleicht da drin. Ah. Das war eine Fortier Dauer Energy Pille. Ich weiß, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, wie. Wartet mal, was war hier für eine Karte drin? Da war doch eine Tour of Hearts Karte drin, oder? Ja. Wir haben da unten noch beim Boss Herzen. Die heben wir auf und dann setzen wir Tour of Hearts ein. Dann sind wir wieder im grünen Bereich und gehen uns jetzt erstmal im Shop etwas holen, okay? Scheiße, dieser Run ist eine Katastrophe. Eine katastrophale Katastrophe. Shit. So, let's go. Let's go. Zack, zack, einsetzen und weiter geht's. Gucken wir mal, wohin sich dieser Run noch entwickelt. Wir haben jetzt auf jeden Fall Holy Mantle. Wir haben jetzt eine 100%ige Chance auf einen Deal. Wird wahrscheinlich ein Devil Deal sein, den ich dann mitnehme. So. Dieser Run ist wie eine Herdplatte, auf die ich fasse. Und dann merke ich, okay. Nie wieder, mache ich nicht mehr. Holy Mantle hat mir kurz den Arsch gerettet und nicht mehr, weil ich wenig Speed habe. Ne, eigentlich, weil mein Movement gerade scheiße war. Yes, Mann. Mit diesen Science-Dingern kann man schön die Statuen kaputt machen. Voll cool. Und ich meine, das funktioniert nicht mit Brimstone. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert, weil es nach Spaß klingt. So. Einfach reinballern die Scheiße hier. Zack, 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 zack. Ein kleiner Kakaoregen. Na, oh, guck mal, ich übergebe mich schon fast. Wir könnten reingeportet werden, aber dafür bräuchte ich erstmal eine Bombe, damit es sich nicht lohnt, damit ich die Statue sprengen kann. Okay, also machen wir das jetzt erstmal noch nicht, aber merken uns das. Oh, den Schlüssel, den behalten wir jetzt erstmal, nehmen wir nicht mit, weil der lädt unser Space-Item auf. Dieser Raum. Dieser Raum. Ich werde meine 100%ige Chance verlieren. Ich kann die Masken kaputt machen, wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen, Mann. Ich kann doch die Masken kaputt machen mit meinem Ding. Mann. So. Okay, wir haben eine Bombe. Das heißt, wir können jetzt da oben rein. Let's go. Lass mal gucken, ob wir wirklich reingepottet werden oder nicht. Leider nicht. Eine Trollbombe. Geh weg von mir. Und noch eine Trollbombe. Geh weg von mir auch. Mist. Gut, 100%ige Devil-Deal-Chance. Let's go. Oder Deal-Chance. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay.
Das ist ziemlich gefährlich hier, weil die Gegner so viel ausschalten. Die halten zu viel aus, die Kollegen, für meinen Geschmack. Aber das kennen wir ja schon. Bams! Oh, den da oben hätte es eigentlich treffen müssen. Na komm schon, den da oben hätte es eigentlich treffen müssen mit dem Science-Ding. Komm schon. Eröffne dich mir. Ich bin ein Psychologe. Mach ich. Bams, was haben wir hier? Es ist Two of Diamonds. Okay, damit kann man arbeiten. Muss man aber nicht. Lock up, bingo, the moon. Jetzt gerade nicht. Two of Diamonds, merken wir uns mal. Oder nehmen wir ganz kurz mit. Und vielleicht können wir ganz viel Kohle draus machen und dann 10 Münzen donaten, um Luck up zu bekommen und die Chance auf einen Deal zu erhöhen. Guck mal, es fliegen sehr viele Science-Tränen rum, ne? Oh ja, komm, gib mir noch mehr Luck up. Gib mir noch mehr Luck up, dann sind unsere Tränen sehr crazy. Aber nicht gegen, gut genug gegen Bosse. Bosse werden ja nicht gewonnen-hitted, leider. Das ist das Problem. Dass Bosse nicht gewonnen-hitted werden. Okay, nehmen wir das mit. Eine Bombe. Okay, weiter geht's. Okay, dankeschön, Holy Mantle. Gott, zum Glück habe ich Holy Mantle dabei, so ganz ehrlich. Ganz ehrlich gesagt, unter uns. Sehr gut. Bims, Bums, Bums. Maggie's Faith nehme ich nicht mit. Ich habe genug rote Herzchen. So. Holy Mantle ist einfach der Retter der Runs so manchmal, ne? Auf Wiedersehen. Ja, wir wurden zwar getroffen, aber es juckt uns nicht. So, den müssen wir jetzt irgendwie reinkicken, aber funktioniert nicht so einfach. Oder wir killen sie einfach, das ist natürlich auch gut. Einfach killen funktioniert genauso gut. Hier ist der Itemraum, sehr schön. Lege ich eine Bombe? Ich lege keine Bombe. Jetzt Dr. Fetus bekommen. Oh Gott. Tough Love. Oh, das nehmen wir mit. Wir haben schon 4 Luck. Das heißt, wir werden öfters mal jetzt Zähne schießen. Komm, was haben wir hier drin? Ein paar Bömmchen. Ja. Findest du ganz witzig, nicht wahr? Irgendwie sind die Kisten gar nicht mal so juicy mit dem golden Ding hier. Na gut. Komm vielleicht noch. So, die Kollegen hier erledigen. So. Ich muss mich unbedingt informieren, wie viel Schaden mehr eigentlich dieser Zahn macht. Ich weiß nur, dass er sehr viel Schaden macht, aber wie viel mehr? Ich habe keinen blassen Schimmer. Stell mir eine einfache Frage. So. Okay. Blups. Luck up. Na, schade. Puh, wir müssen jetzt noch 5-mal Luck up finden, dann schießen wir nur noch 10er. So ganz nebenbei. Ich weiß, habe ich schon oft erwähnt. Aber jetzt erstmal den Boss finden, in der Hoffnung, dass wir reingeportet werden. Beziehungsweise den Shop. Da ist er. Da ist der Shop. Wir haben leider nicht 10 Münzen. Wir haben 10 Münzen. Wir könnten Two of Diamonds einsetzen. Theoretisch. More Trinket Room ist natürlich auch geil. Okay, wir könnten natürlich Geld raussprengen und dann Geld reinmachen. Ich hätte aber auch gerne das andere Item. Okay, pass mal auf. Bevor wir das machen, checke ich nochmal die gesamte Ebene ab, um zu gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwie an Geld rankommen. Hier zum Beispiel jetzt. Nur Herzchen kriegen wir. Was ist das denn? Mann, ey, da habe ich so gepokt. Der Run ist einfach eine Katastrophe, aber ich hatte schon meinen zickigen Run. Ich habe meine Wut rausgelassen. Ich fühle mich jetzt ganz gechillt. Ich akzeptiere einfach das, was hier passiert. Ich akzeptiere es einfach. Und es ist gar nicht so schlimm. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt kaum. Nein. Wir haben Two of Diamonds. Das ist sehr cool. Ich würde nur gerne ein bisschen mehr Geld haben. Gucken wir mal, ob wir hier noch etwas haben. Zählst du eigentlich als Boss oder normaler Gegner? Kann ich das Horn töten? Nee, das Horn tötet die nicht. Okay. So, aber die Zähne tun weh, nicht wahr? Die Zähne tun sehr weh. Let's go. Dankeschön. Und einen Schlüssel noch dazu bekommen. Okay, lebensmäßig sieht es ja ganz gut aus. Damage-mäßig sieht es nicht gut aus. Und hier ist der Boss. Machen wir zuerst den Boss. Ich glaube, wir machen zuerst den Boss. Necropolis 1. 10 Münzen donaten für den Angel-Deal. Was haben wir hier? The Devil. Wir donaten einfach keine Münzen. Und wenn wir einen Devil-Deal bekommen, nehme ich halt diesen Devil-Deal mit. So sieht's aus. Und schnapp mir lieber die ganzen coolen Items, die dort liegen. Ja, spuck dich nur aus. Komm schon, die Zähne müssen sitzen. Die auch scheiße. Das war jetzt auf jeden Fall richtig gut ausgewichen von mir. Falls ihr euch fragt, ob das gut war oder nicht. Das war super gut ausgewichen von mir. So. Oh, scheiße, dieser Brimstone. Ich dachte, wir erwischen ihn und er ist tot. Wir kriegen den Devil Deal. Alles klar. Campus? Also das Brimstone Baby und so ein Shit. Goathead und so ein Shit.
you Angel Deal, fuck you Angel Deal, fuck you Angel Deal. Einfach fuck you Angel Deal. So viel Hoffnung hatte ich in dich. So viel Hoffnung. Mist. Wir hatten ja einen, wir haben Holy Mantle bekommen. So schlimm war es ja jetzt nicht. Komm, wir springen noch einmal raus und dann Tour of Diamondsen wir. Tour of Diamondsen wir ein bisschen. Okay, vielleicht noch einmal, komm schon. Vielleicht kriegen wir ja noch Duality, hä? Vielleicht kriegen wir Duality, dann das wäre cool. Das wäre cool, wenn wir Duality bekommen. So, ich schnapp mir das hier, mehr Trinkets tragen und ich schnapp mir das hier. Wir haben die Mom-Transformation. Wir schnappen uns auch noch ein blaues Herzchen, das ist gut. Den Dulli-Laser, den nehme ich jetzt mal nicht mit. Und ich schnapp mir noch ein blaues Herzchen und let's go, man, ab in die nächste Ebene. Let's do this shit. Let's go. Let's go. Ich bin immer noch... Wisst ihr was? Ich bin immer noch froh, dass wir kein Brimstone mitgenommen haben, weil meine Tränen jetzt sehr gefallen. Die gefallen mir. Die sehen zwar ein bisschen kacke aus mit diesem Schoko-Zeug da, aber hey. Alles klar. Auf Wiedersehen. Wir werden noch ganz viel Luck abbekommen. Ganz viel Luck ab. Und dann sind wir ziemlich glücklich. Und dann sagen wir, haha. Und wir werden noch Sensen bekommen. Wir werden alles Mögliche bekommen, sage ich dir. Erstmal unser Item aufladen. Habe ich den Schlüssel eigentlich mitgenommen? Nee, ne? Der unser Space-Item auflädt. Scheiß drauf. Habe ich, glaube ich, eh nicht benutzt jetzt. Also nicht gebraucht. So. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch ein zweites Trinket, das ziemlich cool ist. Let's go. Der Kampfraum, in dem ich leider nicht reingucken kann. Aber vielleicht kriegen wir in der Cake Room. Vielleicht kriegen wir ihn. So. Okay, falls ihr nicht wisst, was das Item da macht rechts. Ich muss immer an das Pokémon Plusel und Minusel denken. Ich glaube, so heißen die, oder? Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass wir alle 15 Gegner, wenn wir 15 Gegner getötet haben, unser Space-Item eine Aufladung bekommt, also einen Strich aufgeladen. Ist ziemlich nett eigentlich. Kann man mitnehmen, vor allem mit Isaac und so. Chup, 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 chup. Einfach reinballern und hoffen, dass die zuerst sterben hier. Gut, wir wurden noch einmal getroffen, ihr Loser. Ja, das ist doch die Kiste, auf die ich hoffe. Ich will irgendwie diese Totenköpfe alle sprengen. Ich hab das Gefühl, da ist was Cooles drin. Crybaby? Oder nichts, alter Schwede. Einfach eine Ladung, nichts. Gut. Meine Range reicht nicht bis zu dem Gegner. Das ist ja cool. Das ist ja mordsmäßig cool. So, let's go. Da oben ist noch ein Raum, den müssen wir eigentlich auschecken. Die Gegner droppen ja Münzen eigentlich. Ja, genau, wenn man sie tötet. Oder nach einer Zeit. Luck up, luck up, luck up, luck up, luck up. Ah, leider nicht. Okay, eine Batterie bekommen. Sehr schön. Da können wir jetzt gleich rerollen. So. Rerollen, was das Zeug hält. Jupp, das rerollen wir auf jeden Fall. Ah, schade. Schade, 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 Schokolade. Bevor ich aber die Batterie aufhebe, versuche ich einfach mal so zu rerollen. Was haben wir hier? Tour of Hearts. Versuche ich mal so zu... Also so einen Reroll zu bekommen. Durch 15 Gegner töten dies das. Let's go. Da ist auch der Shop. Wunderbar. Da können wir noch ein bisschen einkaufen. Harsch und sowas wird ein bisschen... wie soll ich sagen? Wird nichts. Alter, wir sind schon bei 37 Minuten. Willst du mich verarschen, Mann? Wird das jetzt wieder ein Stunde-Run? Luck up! Yes! Bingo, Leute. Bingo! 5er Luck. Das ist gut. Und wir haben hier den Smelter. Den smelten wir jetzt einfach mal. Flups, weggesmeltet. Super, 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 super. Okay, hier noch ein bisschen Kohle bekommen. Den vielleicht noch springen. Steam Sale oder so. Oh, Head of the Keeper. Das ist natürlich auch ganz gut. Und hier ist noch eine Batterie. Okay, pass auf. Dann droppen wir jetzt auch ein bisschen Money. Yes, 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 yes. Sehr schön. Gut, ein Raum noch clearen oder ein paar Gegner. Let's go. Und dann können wir hier mehrmals rerollen und mal gucken, was wir bekommen. Aber natürlich eine Batterie mit in den Boss-Raum mitnehmen, damit wir vielleicht, nicht vielleicht, sondern ganz sicher auch rerollen können im Devil Deal. Oh, sind natürlich drei rote Kisten oder so, das wäre scheiße. Hier ist ein Arcade Room, nice, wir können in den Kampfraum rein, das gefällt mir. Im Kampfraum sind auch manchmal ziemlich coole Sachen drin. Man sollte einfach alles clearen auf der Ebene. Man sollte alles clearen. Außer auf der Chest-Ebene. Auf der Womp-Ebene. Alles ignorieren. Alles scheiße. So. Das Geld könnten wir gleich donaten. Vielleicht noch, um ein bisschen Luck abzubekommen. So. Komm, wir sprengen die mal hier. Auf Wiedersehen. Noch ein paar Münzen. Okay, wir sind sehr münzgeil auf jeden Fall. Dich will ich haben. So, let's go. Lass mal rein in den Kampfraum gucken und gucken, ob wir da etwas haben. Zum Rerollen oder zum Mitnehmen. Ich mach die Kiste auf. Es ist eine Pille. Eine Helfer-Pille. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ne, das lassen wir einfach mal liegen. Das lassen wir einfach mal liegen. Tour of Hearts. Okay, das können wir vielleicht nutzen, um an dem Automaten zu spielen. In der Hoffnung, dass der uns vielleicht noch ein paar Luck-Up-Münzen gibt. Weil ich muss jetzt irgendwie... Der Run ist sehr Luck-abhängig wieder.
Wieder mal, wen wundert's? Health up. Let's go. Machen wir den Shit. Okay, dann rerollen wir gleich noch. Wir können zweimal im Itemraum noch rerollen und dann die letzte Batterie mitnehmen zum Boss. So, Tour Fahrt. Jetzt cool, wenn wir jetzt, wenn der Automat jetzt nicht kaputt geht und wir bis zu einem halben Herzchen runterspielen können. Ah, okay, egal. Das ist ja, das können wir, egal. Können wir einfach so machen. Sehr gut. Wunderbar. Tritratrolala, das könnten wir auch gleich rerollen, falls wir mit dem ersten Reroll etwas bekommen, was wir haben wollen im Itemraum. So. Okay, okay, okay. Das ist voll kacke mit Monstrous Lunge. Oder, Tiny Planet? Das ist doch voll kacke. Das kann ich nicht mitnehmen. Das ist voll kacke. Wir haben dann voll wenig Range und können nicht spawnen. Spam. Das ist mega kacke. Mega kacke, oder? Oh, ich hoffe, ich irre mich nicht. Aber das ist mega kacke eigentlich. Oh, Mist. Das ist mega kacke. Oh, ich nehme das hier lieber mit. Guck mal hier. Tears up und wir schießen ab und zu Razor Blades, was auch lackabhängig ist. Okay, das ist besser. Glaubt mir, meine Augen waren auch gerade groß und dachten sich, oh, mitnehmen. Aber nein. No, no, no. Nicht mitnehmen. Was kriegen wir eigentlich auf dieser Ebene hier, wenn wir diese Box aufmachen? Was kriegen wir? Ganz viel Money. Mehr Karten mitnehmen, wieso nicht? Chaos haben wir hier. Na gut. Let's go. Nehmen wir Chaos mit. Nehmen das ganze Geld auch hier mit. Vielleicht haben die zwei Kollegen auch noch ein bisschen Money für uns. Die Box mitnehmen, damit wir gleich vielleicht hier rerollen können. Ja, denn wir haben ja Chaos. Oh, das ist gut. Leute, das entwickelt sich doch noch in etwas sehr Tolles hier, glaube ich. In etwas sehr Angenehmes. Vielleicht kriegen wir noch eine Batterienschlüssel. Okay, 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 okay. Das entwickelt sich gerade in etwas sehr Angenehmes, glaube ich. Bobs Brain mitnehmen. Nee, 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 nee. Pass auf, dann rerollen wir jetzt mal ganz kurz den Stuff. Und ich hoffe, dass der coole Stuff sich nicht dort befindet, wo wir kaufen müssen. Das wäre scheiße. Aber wir haben 99 Bomben, da können wir uns noch auf jeden Fall was rausholen. Das ist gut. Der Rest ist eher so, naja. Das Ding vielleicht nochmal kurz einsetzen. Justice, okay. Forte Tower Energy, ich wusste es, Mann. Ich wusste es. Sehr schön. Das könnten wir dann einsetzen und wir könnten ja dann doch ein bisschen Geld rausspringen. Vielleicht oder noch einmal rerollen ein paar Mal. Ja, ja, doch, das machen wir. Ein paar Mal rerollen. Okay, let's go. Boom. Was haben wir hier? Nichts Interessantes, ehrlich gesagt. Okay, die Bombe vielleicht noch mitnehmen. Wo ist unser... Achso, wir haben es geschmolzen, richtig. Das heißt, wir könnten jetzt noch ein Trinket mitnehmen. Stimmt ja, da war ja was. Okay, Luck Up, Luck Up, Luck Up, Luck Up. Den nehmen wir mit. Luck Up, sehr schön. 7 Luck haben wir schon. Und Reroll nochmal. Guppy's Paw. Aber hier ist noch ein Buch. Jetzt haben wir die Transformation. Super, der Run entwickelt sich langsam. Was haben wir hier drin? Vielleicht eine Batterie? Okay, leider keine Batterie, aber ein zweites Trinket, das wir mitnehmen können. Strength, High Priests, Ace of Spades. Nehmen wir das so mit. Nehmen wir das so mit. Bisschen Speed-Up ist ganz gut. Okay. Okay, okay, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Das ist gut, Mann, das ist gut. Was gibt's hier noch? Das Ding, was alles doppelt droppt. Gott, das ist voll die Geldverschwendung, habe ich das Gefühl, Mann. Voll die Geldverschwendung. Ich lasse es jetzt einfach mal liegen. Okay, gut, 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 gut. Wir haben leider keinen Shop mehr vor uns. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall... Ich glaube, wir haben auf jeden Fall gut vorgesorgt jetzt, ne? Ich glaube, wir haben gut vorgesorgt jetzt, Mann. Okay. Der Run hat sich noch entwickelt. Sehr schön. Wir haben jetzt nur keine Batterie mehr, um beim Devil Deal zu rerollen. Aber wir haben jetzt... Okay, egal. Let's go. Let's go. Wir haben jetzt Chaos. Das wird jetzt eh eine Katastrophe. Let's do this shit. Ja, guck mal. Der Run hat sich noch entwickelt in etwas Schönes. Pass auf, Mann. Razorblades, Zähne. Was schießen wir noch mit Luck? Razorblades, Zähne und diese Science Horns. Schüsse, die, wo ich nicht weiß, ob die luckabhängig sind. Keine Ahnung. Aber immerhin, Mann. Immerhin. So, das nehmen wir mit. Let's go. Was haben wir hier? Es ist Krampus oder so. Sehr schön. Und der gibt uns jetzt hoffentlich Kohle. Wenn nicht, wäre das echt kacke von dir. Kohle, 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 Kohle. Yes. Yes, 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 yes. Let's do this shit, man. Okay, der Run ist in, hat Fahrt aufgenommen. Let's go. Und unser Trinket hat uns die Ebene aufgedeckt. Bingo. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wisst ihr, was ich machen will? Ich möchte gerne noch diesen Automaten da sprengen, also diese Kommode, weil vielleicht ist da eine 48 Hour Energy Pille drin, die ganz orange. Scheiße, wir kriegen jetzt nur noch Karten, da war ja was. Hermit, Strength, nehmen wir Hermit und Sun mit. So. Ja, 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 kotzt nur, kotzt nur, kotzt nur.
Autsch, das hat ein bisschen wehgetan, ehrlich gesagt. Na komm schon. Yes, sein Zorn hat aufgeräumt. Was haben wir hier? Es ist Ace of Diamonds. Nope, we don't need this shit. Ich will unbedingt noch in den Kampfraum reingucken. So. Sehr schön. Manchmal schießen wir zwei Tränen. Das ist halt mega cool, dank der Transformation. Oh ja, guckt euch mal an, wie die entwickelt haben, die Tränen. Left Hand? Nope. Nehme ich mal nicht mit. Brauchen wir jetzt nicht. So. Einfach hier durch, dank Holy Mantle. Aber nicht vergessen, den Holy Mantle wieder zu resetten. Oder Hank Man einzusetzen. Ups, kein Problem. Hallo Items, die ich nicht haben will. Hallo Items, die ich ebenso nicht haben will. Egal, wir haben Goathead, das heißt also, er bleibt offen. Das ist gut, Mann, das ist gut. Das heißt, wir könnten gleich nochmal rerollen, wenn wir angekommen sind. Let's do this shit. Wir nehmen auch ein halbes Herzchen mit, damit ich runter auf den Polaroid-Effekt kommen kann, falls wir einen Bettler treffen hier auf dem Weg, der unser Blut haben will. Wir müssen alles bedenken, Leute, alles bedenken. Alles bedenken. Seht ihr, der Run hat sich noch entwickelt, auch wenn wahrscheinlich 90% von euch vorgespult haben. Ich weiß das doch, Mann, ich weiß das doch. So, Jera haben wir hier. Und da ist auch der Boss. Sehr gut. Oh, kein Luck. Was haben wir hier? Two of Spades. Jo, setzen wir ein. Haben wir dann weniger Schlüsselprobleme. Jera hole ich mir gleich, keine Sorge. Ich hatte nur keinen Bock zu warten. Oder zurückzugehen. Also da oben hinzugehen, um den zu resetten, den Holy Mantle, you know. So, tack, 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 tack. Schade. Let's go. Das ist Conquest. Natürlich nicht so geil, aber unser Damage ist wieder... Guck mal, mit 7 Damage machen wir so viel Damage, das ist crazy. Was haben wir hier? Noch ein weiteres Guppy-Item. Aber Guppy-Item... Guppy zu werden ist schon langweilig, oder, Chad? Ah, wir gehen weiter. Wir gehen weiter, wir akzeptieren einfach, dass wir hier nichts haben. Let's go. Let's do this shit. Ab in die Chest-Ebene und dort ein bisschen Stuff holen. Und auf dieser Ebene erstmal alles abchecken. Ja, das ist gut, Mann. Wir haben wieder... Hat das Trinket funktioniert? Das ist auch luckabhängig. Alles ist luckabhängig einfach in meiner Welt. Alles ist einfach nur luckabhängig. Mein Skill auch. So, tschüss. Und hier haben wir einen besonderen Raum. Mal gucken, was da drin auf uns wartet. Die Ebene hat allgemein sehr viel zu bieten. So. Und so. Okay. Wir gehen zurück. Kampfraum können wir leider noch nicht rein, aber vielleicht finden wir noch einen Blutspendeautomaten oder einen Bettler. Das ist der... Das ist ein blauer Stein. Dich habe ich gesehen. Zwei Luckab. Nee, noch drei Luckab. Noch drei Luck ab, dann schießen wir nur noch Zähne und dann wird es aber erstmal ordentlich eskalieren hier. Sag ich dir. So. Was haben wir hier? Noch zwei Luck ab, richtig. Oh, noch ein Luck ab Items. Der Run ist ja voll Lucky Bucky. Cool. Cool, cool, cool. So. Ach du Scheiße, lass mich in Ruhe. Zack, zack, zack. Okay, was? Ob es mich stört, dass es keine Luck-Up-Münzen waren? Nein, juckt mich gar nicht, interessiert mich gar nicht. Wir müssten aber auf jeden Fall diese Kleinräume hier auschecken, weil, okay, das ist der richtige Weg, aber auf der Womp-Ebene gibt es oft auch, besondere Räume in so Kleiderschränkräumen. Sehr schön. Nehme ich überhaupt auf? Aufnahme stoppen, okay. Ich nehme auf. So. Von meinem Hemd, das sieht ja voll merkwürdig aus, dieser Zipfel da. Ist ja voll nicht schön, Mann. Ist ja voll gar nicht schön. So. Ist ja voll unerträglich. Ein paar Herzchen. No, aber ich brauche die nicht. Let's go. Lass uns den Lifts töten. Autsch. Okay, das war jetzt ein bisschen zu schlecht gespielt, aber egal. War ich mir ein bisschen zu selbstsicher. So, weg mit dem Scheiß. Okay, was kriegen wir jetzt hier? Es ist... Okay, drei Kisten und ein paar Karten. Hermit und Tower. Ich bin nicht sauer. Okay, Line in die Kathedrale. Line in die Kathedrale jetzt. Okay, let's go. Let's go. Puh, falls die Karte... Wir haben keine Flüche, das ist halt das Tolle. Und die Karte wurde uns trotzdem wieder aufgedeckt, Mann. Ich glaube, das ist echt luckabhängig, Mann. Das kann nicht sein, dass es so oft passiert. Niemals. Niemals, Mann. Niemals passiert das so oft. Bam, bam. Vielleicht können wir Jera an. Ich freue mich schon drauf. Aber Chaos bringt auf jeden Fall alles sehr durcheinander. Und ich hoffe, wir haben nicht diesen Breakfast-Bug, wo alles nur noch Breakfast ist. So. Okay. Den Automaten. Nee, da haben wir nur Karten drin, nicht wahr? Okay, ich will in den Zacki-Zacki-Raum. Der muss noch. Guck mal, da haben wir einen Tiny Planet Run. Der Tiny Planet Run, also Tiny Planet Run sind immer sehr anstrengend, aber sie entwickeln sich auch ganz gut. Ja. Yep.
Die entwickeln sich ganz gut. So, wir gehen gleich zurück und sammeln uns den Shit ein. Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg? Flupp. Ah, das ist nicht der richtige Weg zum Zacki-Zacki-Raum. Ach. Was haben wir hier? The Fool. The Fool. Ne, wir brauchen Sun und Jera, falls auf der nächsten Ebene das nicht aufgedeckt wird. Let's go. Etzela, Etzela. Verstehe ich ganz einfach bei diesem Song. Na, wenn ihr versteht. Etzela. Etzela. Jetzt aber Schluss hier. Okay, das nehme ich nicht mit. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Richtung hoch. Richtung hoch. Ach, scheiße. Schon wieder falsch der Weg. Sieht man eigentlich die Spritze explodieren? Ich glaube nicht, ne? Ziemlich selten. Wie sieht die Spritze mit Tiny Planet aus? Wie explodieren die Tränen? Fliegen die dann auch im Kreis? Das frage ich mich. Würde ich gerne vielleicht gleich mal offensichtlich sehen. Aber es ist sehr schwer, das zu sehen. Sehr gut. Boom. Was haben wir hier? Ach man ey, wir haben wie viele Items? 5 Items oder so, die lackabhängig sind. Das wird nice, man. Das wird nice. Trinkt einfach bei dieser Folge, guckt sie nochmal und trinkt mit euren Freunden immer, wenn ich Lack absage. Lackabhängig. Irgendwas mit Lack. Okay, das war jetzt sehr viel Trinken hintereinander. Weißt du was, ich gebe dir mein Geld, auch wenn wir vielleicht Money Equals Power bekommen oder so. Aber egal, du nimmst ja sicherlich nicht all mein Geld, oder? Komm schon, du nimmst nicht alles. Ich weiß es. Ich reroll das. Es wird echt zum gleichen Item? Willst du mich verarschen? Okay, ich gehe zurück und schnapp mir eine Aufladung. Du bist faul. Okay, schnapp mir erstmal die hier. So. Wir haben noch eine Aufladung zur Not. Oh, zum Buch geworden. Okay, wir können uns das Leben holen. Flups. Und das Ganze nochmal rerollen, weil ich das auch nicht brauche. Let's go. Was hätte ich jetzt gerne? Ich hätte gerne irgendwas Parasite Shot oder sowas. Oder Bouncy Tears. Oder das hier, was dafür sorgt, dass wir nur noch 100% Angel Deals haben. Du hättest vielleicht früher kommen können. Okay, reroll ich die Scheiße oder warte ich oder gehe ich in die Chest, Mann? Ich glaube, ich reroll die Scheiße. In der Chest können wir dann nochmal aufladen und dann rerollen. Let's go, ich rerolls und erhöhe die Chance auf das Pentagramm, also auf ein weiteres cooles Item. So. Auf Wiedersehen. Tschüss, 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 tschüss. Was haben wir hier? Keine blauen Steine? Leider nicht. Sehr gut, let's go. Lass uns den Typen erledigen. 52 Minuten, Mann. Ich will nicht, dass die Folge eine Stunde wieder geht, Mann. Die wird wahrscheinlich 59 Minuten gehen, oder? Die wird sicherlich 59 Minuten gehen. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht jetzt. Schön vorsichtig, wir haben keinen Polaroid-Effekt. Das sollte uns klar sein, nicht wahr? Aber wir haben auch ziemlich krasse Items, die ordentlich wehtun, wenn sie treffen. Und das tun sie auch. Sehr gut. Okay, let's go. Wir haben Jera, The Sun. Das ist gut, wenn jetzt das Trinket wieder nicht funktioniert, aber ich glaube, das wird funktionieren. Und, funktioniert's? Das Trinket hat wieder funktioniert. Krass, Mann. Okay, wir setzen es trotzdem ein, damit wir den genauen Weg wissen. Jaran mal ganz kurz. Und, was haben wir hier? Bomben-Items, das Übliche, wenn du Chaos hast. Und Tamiset, ja. Aber es ist recht spät gekommen. Ich glaube, ich reroll den ganzen Spaß. Ja, ich reroll den ganzen Spaß. Was haben wir hier nochmal? Jera? Komm, hör auf, ey, wenn das jetzt nochmal Jera ist. Haglas, Gott sei Dank. Hätte mich sonst geärgert. Emperor, Sun. Huh. Ja, wir haben Emperor-Karte und so, das wäre aber langweilig. Ich reroll gleich noch auf jeden Fall einmal. Die Items sind nicht schlecht, Dark Bomb und so, aber wir wollen natürlich Items, die unsere Tränen gut beeinflussen, ne? Und irgendwas Sickes hier heraufbeschwören. Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Dankeschön für das blaue Herzchen. Und Buja. Und Buja. Set Bombs. Set Bombs. Gut, gucken wir, was wir noch so haben. The Sun einsetzt. Boom. Weg mit dem Shit hier. Legen wir ein paar Bomben. Ui, wie süß. Ich muss auf jeden Fall meine Tränen aufladen und dann die Bombe legen. Dann wirkt es ein bisschen mehr. Ja, das wirkt schon ziemlich krass. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool und wir haben ganz viele Bomben davon. Ah, oh, shit, ich habe losgelassen vorher. Mist.
So. Oh, du bist hier. Das ist ja toll. Und ihr auch. Das ist ja schon fast gefährlich. Guck mal, ich lege hier eine Bombe, wo du es hast, damit es schön warm ist. Wo du bist. Oh, ein Guppy-Item. Ekelhaft, wir wollen kein Guppy werden. Wir können auch alleine. So. Ja, da ist ein Guppy-Item. Aber nein, ich kann auch alleine. Das habe ich mich geärgert, nicht mitgenommen zu haben. Aber jetzt haben wir es mitgenommen. Jetzt können wir richtig cooles Zeug machen. Okay. Sehr gut. Scheiße, Mann. Hier können wir jetzt ganz viele legen. Johohohoho. Das ist gut, Mann. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Komm schon. Guck mal, wir haben jetzt einen Lack weniger und schießen jetzt auch nicht mehr so oft oder machen nicht mehr so viel Damage, ne? Wir brauchen jetzt unbedingt die Aufladung, damit wir 7 Lack haben. 7 Lack ist anscheinend sehr, sehr wichtig. So. Flup, flup, flup. Na, wen erwischt zuerst? Oh, scheiße, die sind zu klein. Was haben wir hier? Das ist Bates. Ah, einfach mal einsetzen. Okay, eine einzige Bombe reicht auch schon vollkommen aus. High Priest. Boom. Weg mit dir. Okay, das nehmen wir mit. Linger Bean. Crying makes me tooth. Tooth, tooth. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Folgendes. Ja, lass mal rerollen gehen. Haben wir eine Batterie gedroppt? Wir haben eine Batterie gedroppt bekommen. Okay, 9 Leben und so ist zwar ganz nett, aber nee, wir wollen das hier. Wir wollen auf jeden Fall das hier. Und wir wollen... Macht kein Tier ab, das ist ja voll blöd. Und ich glaube, wir wollen... Na, nee, 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 nee. So, wir schnappen uns nochmal die Batterie. Die Batterie. Komm hier. Das ist nicht Batterie. So, und dann hoffen wir, dass wir vielleicht Delirium bekommen. Mache ich Delirium noch? Boah, weiß ich nicht mit diesen Tränen. Die sind zwar jetzt ganz gut, aber gegen Delirium? Ich glaube, Delirium ist ein bisschen zu krass. Oder wird es was? Okay, das macht doch bestimmt Tiers ab. Ja, minus 1. Yes, yes, yes. vielleicht noch das hier für die Bomben. Okay, cool. So, lass mal noch einmal aufladen gehen. Lass mal noch einmal aufladen gehen, bevor wir weitergehen. Scheiße, Mann, das wird echt ein... Wenn, jetzt, wenn wir gleich Delirium machen, wird das wieder eine Stunde run. Okay. Dann wird es wieder eine ein Stunden run. Säcke, hey, die Säcke droppen auf jeden Fall ziemlich viele Batterien. Das kann man sagen. Voll die Nervensägen, Mann. Zeigt euch jetzt. Wir bräuchten noch ein bisschen Range, habe ich das Gefühl. So, okay, hier ist noch eine Batterie, perfekt. Und hier sicherlich auch. Yep, yep, yep. So, kennen wir euch. Kompass? Nope. Kein Kompass. Abel und so? Ich weiß. Abel ist ziemlich krass und sollte man immer mitnehmen. Bla, bla, bla. So, was haben wir hier? Das können wir noch mitnehmen. So viele Bomben-Items, Mann. Okay, setze ich Emperor ein oder was? Auf Wiedersehen. Du hast es versucht, Mann. Du hast es versucht. Du hast es versucht. Und Fliegen, die uns schützen. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal ganz kurz den Boss wegklatschen. Es ist kein Delirium. Okay, es ist kein Delirium, deswegen beenden wir jetzt den Run. Wäre Delirium jetzt hier, hätte ich die Fliegen mitgenommen als Schutz und hätte Delirium gemacht. Glaubt mir, ich hätte es getan, Mann. Ich hätte es getan. Oh, scheiß Nacken. Oh, es geht ihm besser, dem Nacken, aber... Oh. Immer noch nicht so gut, Mann. Vielen Dank fürs Zusehen und die Folge geht echt jetzt 59 Minuten und ich beende sie perfekt jetzt.